Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind jetzt hier immer noch mit diesem komischen Buggy unterwegs, der einen Radius wie sonst was hat. Ich glaube, wir müssen die alle noch mal besiegen, Leute, bevor wir dann da reinkommen da hinten. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich gehe mal stark davon aus. So. Wir müssen halt einfach ein bisschen vorsichtiger agieren. Okay, Speicher fehlgeschlagen. Kann ich noch verstehen, weil hier wahrscheinlich Gegner in der Nähe sind. Da hinten sind mir auch, werden mir auch Gegner angezeigt. Tja, das hat sich wohl mit, ich fahre mal durch die ganzen Leute und so durch und vergesse die und kille die mal lieber nicht. Nein, 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 ihr müsst die unbedingt töten, sonst kommt ihr nicht weiter. Ist natürlich auf einer Art sehr interessant, auf der anderen Art aber auch ein bisschen schwachsinnig, muss ich sagen. Aber wenn man hier vorsichtig mit umgeht, geht das eigentlich. Nur was ich mich noch frage ist, die Sachen, die hier immer auf dem Boden liegen, ne? Mit, ja, die ich nicht aufsammeln kann. Was ist damit? Warum kann ich die nicht aufsammeln? Ah, ich weiß schon, warum das Fahrzeug so einen guten Wendekreis hat, damit man den auch ausweichen kann. Interessant. Jetzt müssen wir eigentlich alle haben, oder? Oder haben wir da noch einen? Ich glaube nicht. Nö, hier fing das Ganze ja an, das Chaos. Gut, dann können wir nochmal in Ruhe zurückfahren, die Fahrt genießen und ja. Zu dieser Festung da hinten hingehen. Jetzt stellt sich mir eine Frage. Wir kamen da hinten ja nicht rein, weil es blockiert ist. Kann das sein, dass wir hier zu Fuß lang müssen? Dass wir erst mit diesem Fahrzeug hier die Leute da und die Kanonen wegschießen müssen oder wegschießen können und dann nochmal zu Fuß hier lang gehen müssen? Weil jetzt liegen ja hier auch die ganzen Items. Das würde Sinn ergeben. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir fahren da jetzt mit dem hin. Wenn das nicht der Fall ist, drücken wir N und wandern zur Normandy. Von dort aus gehen wir dann wieder dorthin, wo wir waren. Und gehen da nicht mit dem Fahrzeug dort lang, sondern zu Fuß. Ich denke mal, das ist die beste Idee. Anders würde es wahrscheinlich auch keinen Sinn ergeben. Das wäre natürlich aber auch, muss ich sagen, ein langer Weg, ne? Hui. Lol, warte mal. Achso. Für die lustig. Ich dachte, mit denen kann man eben so ein bisschen so ein bisschen schweben. Kann man ja auch, aber ich hätte es mir länger vorgestellt. Ja, im Prinzip her sind wir ja jetzt hier fertig. Wir haben alle gekillt. Jetzt ist die Frage, kommen wir dort hinten rein oder müssen wir zu Fuß da lang gehen? Weil ich kann so aus dem Fahrzeug auch, glaube ich, nicht aussteigen, ne?
Gott, ich sehe es schon kommen, dass wir gleich hier irgendwo die Klippe runterfliegen. Hui! Das macht voll Spaß irgendwie, also hier mit dem... Aber wenn ich jetzt weiter die Leertaste drücke, kommt gleich die Anrastfunktion von Windows. Die habe ich immer noch nicht ausgestellt. Ist peinlich. Ja. So, wie sieht's aus? Kommen wir da jetzt nun rein oder nicht? Nö. Okay. War endlich Normandy? Steuerung. Fahrzeug. Zurück zur Normandy. N. Dann zurück zur Normandy. Nö. Er sagt mal eben nö. Ja. Müssen wir jetzt echt zurückfahren? Okay, Leute. Ich fahre mal eben zurück. Das müsst ihr euch jetzt nicht antun. Und ich hoffe, das ist das Richtige, was ich mache. Ich speichere hier vorsichtshalber ab. Falls nämlich das nicht ist, kann ich hier nochmal laden. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man aus dem Fahrzeug aussteigen kann. Und ich habe mich in der letzten... paar Minuten von dem ersten Teil dieser Folge ein bisschen dämlich angestellt, aber wenn man einfach Q drückt, steigen die aus. Hätte man ja mal drauf kommen können. Ich meine mal, woher soll man das denn wissen, oder? Man kann ja auch nicht alles wissen, aber zumindest so können wir die ganzen Sachen, die wir hier haben, alle nochmal mitnehmen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich gucke mich deswegen hier auch nochmal ordentlich um, ob wir auch nichts vergessen haben. Und dann werden wir die ganze Stufe... Ah, das ist Gefahrenstufe 1. Wir dürfen nicht zu lange draußen sein. Interessant. Wir werden jetzt hier die ganzen Wege nochmal gemeinsam abfahren. Und jedes Mal, wo wir zum Beispiel da Upgrade-Kit was haben, steigen wir mal kurz aus, holen uns das kurz und dann steigen wir wieder ein. Zum Beispiel einmal das hier. Wir nehmen das erstmal mit. Können wir ja später mal gucken. Müssen nur darauf achten, wo was liegt. Dass wir nicht unbedingt überall vorbeifahren. Zum Beispiel da. Ah ne, das bleibt da liegen so. Okay, gut. Nun denn. Ich muss aber auf jeden Fall nach der Folge mal eine Pause einlegen. Das hat mich gerade mental fertig gemacht. Dass ich nicht drauf gekommen bin, dass man auf der Q-Taste aussteigen kann. Das steht ja auch nirgendwo in der... im Menü. Ich meine mal klar, hätte man irgendwie ausprobieren können, ne? Aber erstmal darauf zu kommen, ist so eine Sache. So, was haben wir? Oh, hier müssen wir uns aber beeilen dann. Haben wir geschafft, wunderbar. Alles mitnehmen erstmal. Das probieren wir ja auch. Wunderbar, haben wir auch geschafft. Alles mitnehmen, Leute. Können wir später dann uns angucken. Jetzt aber erstmal zurück in den Marco. In dem M35. Gucken wir uns hier alles an, ob wir noch was liegen gelassen haben, aber so wie es aussieht, ist es nicht der Fall. Ich hatte mich auch immer schon gewundert, warum die ganzen Sachen hier draußen liegen, wenn man hier mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Also man kann jederzeit aussteigen. Na gut, muss man halt wissen, ne? Macht das Ganze, ich sag mal, ein wenig einfacher. Immer schön langsam fahren, um zu gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Also wie es aussieht, ist es nicht der Fall.
Oh, hier müsste wieder was anfangen, wo was ist, genau. Haben wir das? Hier ist nichts. Können wir wieder zurück. Und hier müsste... Ist das... Was ist das hier? Hätte ja sein können, dass das irgendwas ist, aber das scheint wohl nur die Kanone zu sein. Ne, ich möchte in das Fahrzeug steigen. Genau, ich möchte nicht mit dir drehen. Oh, noch irgendwo etwas? Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Also wir haben sicherlich noch ein, zwei Sachen, die wir aufsammeln können. Wir kommen wahrscheinlich zum Folgenende genau pünktlich an. Die Folge war wirklich cut, yes, aber ich hoffe, die nächsten Folgen gehen wieder steil bergauf, weil das war jetzt echt peinlich, finde ich. Beziehungsweise, ja gut, wenn man das nie gemacht hat, ne, ist immer so eine Sache. Man braucht dann halt auch mal eine gewisse Zeit, um das herauszufinden, klar. Aber ich glaube, hier habe ich mich echt dämlich angestellt. Aber ich meine, mal steht ja auch nirgendwo was dabei, dass man aussteigen kann mit Q. Es sei denn, es war direkt am Anfang und ich habe es weggeklickt. Das kann natürlich auch sein. Bei meinem Glück ist das sogar das der Fall. So. Wir müssten gleich da sein. Oh, hier müssen wir natürlich aussteigen, aber ich fahre mal so nah ran, wie es geht. So. Steigen aus und dann... Waffe und dann da rein. Okay, ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns, oder? Seid ihr viele? Okay. Geht Titan. Du Scheiße. Oh oh. Ich hab Überhitzung. Schützt mich mal wer. Leute, ihr müsst auch kämpfen. Ich brauche mal eine andere Waffe. Wo? Wo denn? Oh, ich sehe nichts. Warum? Stufenaufstieg. Jawohl. So gefällt mir das doch. Wo habt ihr denn noch Gegner? Ach, da sind überall noch welche. Ich muss mal näher ran, Leute. Das bringt so nichts. Ich renne mal, ne? Lol. Alles klar. Gut. Arschloch. Okay, dann wissen wir, was man in der nächsten Folge uns erwartet. Oh Gott, ich glaube, da war ich eben ein bisschen zu unachtsam. Ich bedanke mich dennoch für die Folge, auch wenn die Folge wirklich wohl die katastrophalste und chaotischste Folge ist, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Aber vielleicht gefällt die euch ja trotzdem. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Und tschüss.